Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 2a der Mittelschule Friesach-Hämmerland, der Fachbereich Hören in Kärnten und das Kärntner Medienzentrum präsentieren den Trickfilm Das mittelalterliche Friesach hautnah erleben. Liebe Kinder, es ist mir eine Freude, euch heute in der Klasse besuchen zu dürfen. Mein Name ist Josef Kronlechner und ich bin seit 2008 Bürgermeister dieser wunderschönen mittelalterlichen Stadt Friesach. In Friesach leben ca. 4.500 Einwohner und sie ist die älteste Stadt Kärntens. Gibt es Fragen dazu? Wann war denn das Mittelalter und wann wurde Friesach zu einer Stadt? Das ist eine sehr interessante und wichtige Frage. Geschichtlich umfasst das Mittelalter die Jahre 500 bis 1500 nach Christus. Friesach selbst wurde im Jahre 1215 zur Stadt erhoben. Unter Erzbischof Eberhard II. Entwickelte sich Friesach zur zweitgrößten Stadt des Erzstiftes Salzburg und zur wichtigsten Stadt Kärntens. Können Sie uns erzählen, wie es in Friesach im Mittelalter war? Ich habe noch eine viel bessere Idee. Wir gehen durch eine geheime Tür und ich zeige euch das mittelalterliche Friesach. Eine geheime Tür? Aber wie ist das möglich? Jeder Bürgermeister hat seine Geheimnisse. Kommt mit! Sind wir? In Friesach natürlich, aber im Mittelalter. Schau mal, was die für komische Kleider tragen. Liebe Kinder, wir befinden uns nun im Jahre 1300. Hier könnt ihr den Friesacher Markt bestaunen. Wie ihr sehen könnt, werden zum Beispiel Käse, Fleisch, Gemüse, Eier und Obst verkauft. Aber auch Dinge wie Töpfe, Körbe, Kleidung, Eisenwaren und lebende Tiere. Friesach prägte schon 1125 seine eigenen Münzen, mit denen man zahlen konnte. Diese nennt man Friesacher Pfennig. Wow, was ist das für eine schöne Burg da oben? Das ist die Höhenburg Petersberg. Kommt mit, lasst uns sie aus der Nähe ansehen. Von der Ruine am Petersberg habe ich schon viel gehört, aber so erhalten habe ich sie noch nie gesehen. Die Burg wurde im Jahr 1076 errichtet. In meiner Zeit finden dort jeden Sommer auf einer Theaterbühne die Burghofspiele statt. Ich kann die Stadtverkehr von hier oben erkennen. Sie sieht ja ganz anders aus. Das liegt daran, dass sie 6-mal gebrannt hat. Die Stadtpfarrkirche wurde im 12. Jahrhundert erbaut und ist eine Pfeilbasilika. Mit der Schule besuchen wir jedes Jahr Messen in dieser Kirche. Sie ist sehr schön. Und schaut, dort ist die Dominikanerkirche. Ich habe in der Schule gelernt, dass die Dominikanerkirche die längste Kirche mit 74 Metern in ganz Kärnten ist. Sie wird auch noch St. Nikolaus genannt. Angesiedelt wurde sie im 12. Jahrhundert durch Erzbischof Eberhard II.
In meiner Zeit ist sie eine dreischiffige, frühgotische Pfeilbasilika, die keinen Turm besitzt. Und schaut, Kinder, seht ihr diese befestigte Anlage dort auf dem Vigilienberg? Dort ist eine Propstei mit Kirche. 1309 brannte sie erstmals ab und wurde wiederhergestellt. 1609 wurde die Propstei aufgelassen. Nach dem Brand von 1816 begann ihr Verfall. Deshalb kann man in unserer Zeit nur noch eine Ruine sehen. Außerdem seht ihr hier unten eine Markt. Das ist der Gurker Markt. Da vorne ist die Burg Geiersberg. Ja genau, Lena. Sie ist eine Felsenburg und besteht seit ca. 1130. Heute ist sie in Privatbesitz und kann deshalb nur vom Weiten betrachtet werden. Und wisst ihr, was das ist? Ich weiß es. Das ist der Rotturm, eine Höhenburg, die früher Rotenturm genannt wurde. Gebaut wurde sie im 13. Jahrhundert und gehörte dem böhmischen König Ottakar II. Bremsil. Leider ist sie heute auch nur noch eine Ruine. Wir spazieren jetzt über den Hauptplatz und sehen uns den Stadtgraben an. Mit dieser hohen Stadtmauer und dem Stadtgraben waren die Menschen bestimmt sicher. Im Moment wird er doch renoviert, oder? Ja, genau. Der Stadtgraben stammt aus dem 13. Jahrhundert. Da er aber auch einige Abnutzungserscheinungen aufweist, ist es mir ein großes Anliegen, den Stadtgraben wieder instand setzen zu lassen. Oh, ist das cool. Ein Turnier wollte ich schon immer einmal sehen. Können wir hier bleiben und zuschauen? Etwas Zeit haben wir noch. Im Jahre 1224 soll ein ganz besonderes Turnier stattgefunden haben. Das hat der Minnesänger Ulrich von Liechtenstein aufgeschrieben. Alle gerötenen Fürsten von Kärnten und Österreich waren anwesend. 600 Ritter kämpften mutig ineinander. Na gut, genug gesehen für heute. Lasst uns wieder in unsere Zeit zurückkehren, bevor wir von Frau Funk noch als vermisst gemeldet werden. Entschuldigung, die Störung. Ich möchte mich erkundigen, ob ihr brav seid und etwas über Friesach gelernt habt. Ja, immer brav. Wir haben eine spannende Reise durch das mittelalterliche Friesach gemacht. Das ist ja toll. In Friesach kann man so schöne Dinge entdecken. Wenn man mit offenen Augen durch Friesach spaziert, kommt es einem vor, als wäre man im Mittelalter. Das ist richtig. Am Spektakulum, dem Mittelalterfest, dass wir jeden zweiten Sommer feiern, kann man einen Tag im Mittelalter hautnah erleben. Weiters kann man den Burgbau besuchen. Das ist ein Projekt, bei dem wir eine Burg mit den Mitteln und Methoden des Mittelalters aufbauen.
Außerdem haben wir die Friesacher Burghofspiele am Petersberg und den Stadtgraben, der gerade renoviert wird. Neben der wunderschönen Stadt, der Kirchen und Ruinen, die man besichtigen kann, gibt es noch zahlreiche Vereine, wie beispielsweise unser Mittelalterverein und den Stadtverschönerungsverein. Und nicht zu vergessen, 2024 haben wir ein ganz tolles Jubiläum. 800 Jahre, großes Turnier zu Friesach. Kommt nach Friesach und erlebt das Mittelalter hautnah! We'll be right back.